Zuerst zu einer wenig erfreulichen Entwicklung. Sigmar Gabriel hat ja eine Kindergelderhöhung vorgeschlagen für EU-Ausländer, deren Kinder nicht hier die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und dazu sagen wir ganz klar, Gabriels Forderung ist ein durchsichtiges Manöver zulasten der Kleinsten. Ich finde, Ressentiments zu schüren gegen Menschen, die nicht hier geboren wurden, gehört eigentlich zum Kerngeschäft der AfD und sollte nicht das Kerngeschäft des SPD-Vorsitzenden sein. Zum Zweiten zu der Einschätzung des IG Metall-Vorsitzenden Hoffmann, dass eine unsoziale Politik, eine Politik, die auf soziale Verunsicherung setzt, am Ende den Rechtspopulisten in die Hände spielt, sagen wir ganz klar. Der IG Metall-Vorsitzende legt hier den Finger in die Wunde. Eine Politik, die auch Abstiegsängste und Existenzängste schürt, spielt in der Tat dem Rechtspopulismus in die Hände, gleichwohl natürlich weder Armut noch Arbeitslosigkeit eine Entschuldigung dafür ist, zum Rassisten zu werden. Da das ja nun unsere letzte Parteipressekonferenz im Jahr 2016 ist, möchte ich auch etwas Bilanz ziehen. Das Jahr 2016 hat einmal mehr gezeigt, dass die Bundesregierung Schwarz-Rot keine Antworten auf die drängenden Fragen hat. Ich will hier nur einige Beispiele nennen. Die Hartz-IV-Regelsätze wurden gezielt kleingerechnet und anstatt Sanktionsfreiheit zu schaffen, wurden sogar noch die Schikanen im Zuge der sogenannten Rechtsvereinfachung verschärft. Zum Thema Altersarmut gab es zwar viel Aufregung und viele Debatten, aber am Ende sind keine Maßnahmen in die Wege geleitet worden, die wirklich sicher vor Altersarmut schützen. Anstatt sozusagen zu erkennen, dass eine wachsende Ungleichheit und soziale Verunsicherung ein Problem für die Demokratie werden, versucht Schwarz-Rot das so zu lösen, indem sie einfach dieses Problem aus dem Armuts- und Reichtumsbericht per Zensur rausstreichen lässt. Auch für verschiedene Formen von prekären Arbeitsverhältnissen, also unsicheren Arbeitsverhältnissen wie die sachgrundlose Befristung, hat Schwarz-Rot nichts getan. Dabei gäbe es sehr wohl eine Möglichkeit, die sachgrundlosen Befristungen sofort zu unterbinden. In der Europapolitik, in der Geflüchtetenpolitik setzt Schwarz-Rot einerseits auf den dreckigen Deal mit Erdogan und damit begibt sich Deutschland in eine direkte Abhängigkeit und Erpressbarkeit durch einen Despoten. Und generell innerhalb der EU darf weiterhin Wolfgang Schäuble das Zepter der Austerität schwingen und das ist nicht nur unsozial, sondern das ist auch volkswirtschaftlich kontraproduktiv. Und schließlich muss man sagen, Schwarz-Rot liefert Waffen und Panzer überall in die Welt, sogar an Terrorpaten und trägt damit auch zur generellen, zu globalen Krisen bei. Unterm Strich muss man sagen, diese Bundesregierung steht für eine Politik der sozialen Verunsicherung und des Anfeuerns von globalen Krisen. Und deswegen meinen wir, dass das Jahr 2017 ein Jahr sein sollte, wo Schwarz-Rot endlich Geschichte wird. Das Jahr 2016 war auch ein Jahr, in dem der autoritäre Nationalismus immer mehr Raum gewonnen hat. Weltweit, Brexit, Trump und andere Erfolge des Rechtspopulismus sind ja nicht nur die Folgen einer gnadenlosen Globalisierung oder von wachsender sozialer Verunsicherung. Sie sind natürlich auch Ausdruck eines neuen Autoritarismus, der den Hass schürt, auf Abschottung und Ausgrenzung setzt und sind natürlich auch ein gnadenloser Angriff auf den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Die Rechtspopulisten sind eine Gefahr für all diejenigen, die anders leben wollen, aber nicht nur für sie. Zum Glück gab es 2016 auch positive Entwicklungen, Entwicklungen, die Mut machen, seien es die vielen Tausenden, die immer wieder deutlich gemacht haben, dass sie Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA stoppen wollen, sei es das Signal, was mutige Proteste in Polen gesetzt haben, wo es Frauen gelungen ist, ein reaktionäres Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen zu verhindern. Sei es die Tatsache, dass immer noch Hunderttausende hierzulande aktiv sind in der Solidarität mit Geflüchteten. Und nicht zuletzt auch die Tatsache, dass nach Jahrzehnten des postpolitischen Geistes wir wieder eine junge Generation haben, die zum Beispiel nach der Wahl von Trump nicht resigniert, sondern erkennt, jetzt tut es Not, Partei zu ergreifen und ganz bewusst sich entscheidet, politisch aktiv zu werden oder in eine linke Partei einzutreten und damit auch ganz klar ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Und zu dem Erfreulichen des diesen Jahres gehörte auch das Wahlergebnis in Berlin und dass mit dem rot-rot-grünen Koalitionsvertrag doch angedeutet wurde, dass ein Politikwechsel möglich ist. Das macht natürlich auch Lust auf neue linke Mehrheiten.
Die Idee einer solidarischen Gesellschaft, eines demokratischen Europas ist also gefährdet, das kann man schon als Bilanz von 2016 sagen. Sie ist aber nicht tot, sondern lebendig. Und vor dem Hintergrund meine ich, dass die Wahlkämpfe und auch die Wahlentscheidungen 2017 von einer großen Bedeutung sind. Neue linke Mehrheiten, wofür ich mich einsetze, meint zunächst erst einmal, dass man wirklich den Kampf um den anderen Zeitgeist aufnehmen muss, um deutlich zu machen, es gibt jenseits des Neoliberalen weiter so und jenseits der Rechtsverschiebung noch eine soziale, eine linke Alternative. Sollte der Kampf um neue linke Mehrheiten dann in anderen Mehrheiten im Parlament münden, so ist für mich klar, muss es dann um einen wirklich grundlegenden Politikwechsel gehen. Also den Bruch mit dem Bestehenden, und es muss ein Bruch nach vorne sein. Und das heißt, sollte die SPD irgendwann den Widerspruch zwischen ihrer zunehmend sozialen Rhetorik und ihrem konkreten Regierungshandeln irgendwann nicht mehr aushalten, dann wären wir als Linke natürlich die erste Adresse für einen wirklichen Politikwechsel. Sollten die Grünen irgendwann realisieren, dass Menschenrechte und Nachhaltigkeit ohne soziale Gerechtigkeit nicht zu haben sind, sind wir natürlich die erste Adresse, um Druck zu machen für einen sozialökologischen Umbau. Wenn ich sage, es geht um einen grundlegenden Bruch, dann meine ich damit, dass wir für eine Gesellschaft streiten, in der alle frei von Angst anders sein können, in der alle frei von Armut sind, also niemand unter 1050 Euro im Monat fällt, in der die Mitte besser gestellt ist, das Öffentliche gestärkt wird, das heißt zum Beispiel gute Bildungsangebote für alle, mehr Personal in Gesundheit und Pflege. Und um all das zu ermöglichen, muss man bereit sein, sich mit den oberen 10% anzulegen. Kurzum, es geht uns auch darum, gerade in Zeiten der globalen Krisen eine gestaltende Friedenspolitik zu machen. Das sind unsere Vorstellungen für eine andere Gesellschaft, und dafür werden wir streiten, nicht nur, aber auch im Wahljahr 2017. Vielen Dank. Und bevor der neue Präsident das Wort erhält, will ich noch sagen, dass ich mich sehr freue, also wir generell als Partei freuen uns, aber ich freue mich auch persönlich sehr, dass es uns gelungen ist, Gregor Gysi für diese Kandidatur zu gewinnen, dass die EL unserem Vorschlag gefolgt ist, weil ich denke, nachdem von Deutschland aus so viele Signale wirklich zur Zerstörung der EU ausgegangen sind durch die Austerität, durch das unsoziale Kürzungsdiktat, tut es nun Not, dass die Linke in Europa wieder sichtbarer und hörbarer wird und Druck macht für ein soziales Europa. Und dafür ist Gregor Gysi eine hervorragende Personalie. Ja, einen schönen guten Tag. Das Erste, was wir in der Vorstandssitzung der Europäischen Linken festgelegt haben, sind zwei Termine. Nämlich am 24. Januar werde ich mich in Brüssel treffen mit meinen Stellvertretern, mit meinen 4 Stellvertreterinnen und Stellvertretern. Wir werden dort sitzen. Ich werde mir bei der Gelegenheit auch das Büro ansehen in Brüssel. Mit den Mitarbeitern dort habe ich und Mitarbeiterinnen habe ich schon gesprochen. Anschließend wird das politische Sekretariat tagen, auch am 24. Januar. Und dann werden wir auch zusammen essen gehen und versuchen, das Gespräch miteinander zu finden und natürlich die Arbeitsaufgaben zu teilen. Welche Rolle spielt die eine Stellvertreterin, welche Rolle spielt der andere Stellvertreter etc. Zweitens müssen wir aber auch vorbereiten die nächste Vorstandssitzung, die am 18. und 19. Februar in Rom stattfinden wird. Das ist ein Wochenende und das macht keinen Sinn, wenn man nicht eine gute Tagesordnung hat, die auch entsprechend vorbereitet ist, denn das sind ja ziemlich viele Mitglieder in dem Vorstand, die dann alle nach Rom anreisen, und wenn du dann nichts weiter zu bieten hast außer dein Gesicht, dann geht das logischerweise schief. Ich bin angetreten eigentlich deshalb, weil ich die EU schwer kritisiere, weil ich sie für wirklich gefährdet halte. Und weil ich glaube, dass man versuchen muss, aus den Gründen, die ich in meiner Rede gesagt habe, etwas dagegen zu tun. Ich finde den Begriff, der, glaube ich, von dir kommt, Katja, Neustart, deshalb gut, weil ich das schon mal bei einer Partei erlebt habe. Das heißt nicht auflösen, sondern das heißt inhaltlich so verändern, dass es wirklich wie ein Neustart ist. Sehen Sie mal, als die EU gegründet wurde, hatte sie andere Werte als heute. Zum Beispiel wurden Länder wie Griechenland, Portugal und Spanien nach ihren Diktaturen aufgenommen, um dort die Demokratie auch zu stärken und zu sichern. Heute spielt das scheinbar alles keine Rolle mehr. Es gibt ja diesen komischen Marktzwang, der da in jeder Hinsicht protegiert wird.
Ich meine also, die EU ist gefährdet. Wenn wir heute in allen Mitgliedsländern einen Volksentscheid machten, ob das jeweilige Land Mitglied der EU bleiben soll, gäbe es schon eine ganze Reihe von Ländern, wo eine Mehrheit sich dagegen entschiede. Das muss man einfach sehen. Und auf Dauer kannst du eine Struktur nicht gegen den Willen der Mehrheiten der Bevölkerung aufhalten. In Deutschland gäbe es die Mehrheit, glaube ich, noch nicht, aber in anderen Ländern gäbe es sie schon. In Deutschland gäbe es sie auch deshalb nicht, weil wir natürlich einer der Hauptnutznießer der EU sind. Außerdem, Deutschland dominiert das Geschehen in der EU, was logischerweise auch vielen gefällt. Ich werde mich zu Gesprächen anbieten mit führenden Vertretern der Europäischen Union und auch mit den Parteivorsitzenden, die mir wichtig sind hier in Deutschland. Und ich werde Ihnen versuchen, Folgendes zu erklären. Es gab mal einen guten Grundrechte-Code. Dieser Grundrechte-Code ist an Großbritannien gescheitert. Nur an Großbritannien. Großbritannien hat gesagt, Grundrechte, soziale Grundrechte meine ich jetzt, gar nicht politisch. Es ging um soziale Grundrechte. Das ist Inlandssache, das entscheiden wir in Großbritannien, nirgendwo anders. Und deshalb wurde der nur verlesen als Empfehlung. Der hat überhaupt keinen verbindlichen Charakter. Da er keinen verbindlichen Charakter hat, konnte keine Griechin, kein Grieche, keine Spanierin, kein Spanier, keine Portugiesin, kein Portugiese oder andere klagen beim Europäischen Gerichtshof. Ansonsten hätten sie ein verbindliches Recht gehabt, das ihnen den Gerichtsweg eröffnet hätte. Ich werde Ihnen sagen, warum wird es jetzt, wenn Großbritannien nicht ausscheidet, nicht angenommen? Damit es ein verbindliches Recht hinsichtlich sozialer Grundrechte gibt. Das Zweite, ich werde Ihnen ganz deutlich sagen, wenn Sie das so weitermachen mit der EU wie bisher, machen Sie sie kaputt. Dann ist das auch gar nicht mehr zu stoppen. Dann geht sie kaputt. Also, neben dem Grundrechtecode, was ist mit einem Marshallplan für den Süden Europas? Wie lange soll das noch so weitergehen, dass wir den Süden kaputt machen? Und zwar nicht nur sozial, sondern auch wirtschaftlich kaputt machen. Damit übrigens auch die Steuereinnahmen reduzieren. Das ist alles absurd, was dort passiert. Und dass gerade von Deutschland der Vorschlag kommt, finde ich noch absurder, weil wir nach 1945 die umgekehrte Erfahrung gemacht haben. Man hat für uns einen Marshallplan zum Aufbau gemacht. Und übrigens 8 Jahre nach Untergang des Naziregimes und nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges gab es die berühmte Schuldenkonferenz von 1953 in London. In erster Linie sind Deutschland 8 Jahre nach Beendigung der schlimmsten Verbrechen, die durch uns begangen worden sind, sind uns die meisten Schulden erlassen worden. Und dann schauen Sie sich die Haltung der Bundesregierung gegenüber dem Süden Europas an. Das geht so nicht weiter. Übrigens bin ich aber, das habe ich auch zu Herrn Tsipras gesagt, gar nicht dafür, dass man nur Schulden für Griechenland erlässt, sondern die gesamte Eurozone muss eine solche Konferenz vorbereiten und dann muss klar und sauber vorher geklärt werden, welche Schulden müssen wir alle noch zurückbezahlen und welche nicht. Ich nehme an, so von 53 bis jetzt sind es wie viele Jahre? Über 50, fast 60, nicht über 60 Jahre. Nach so einer Zeit brauchst du wieder eine solche Konferenz. Denn wir haben eine tiefe Krise, weltweit und auch in der EU. Ich werde mich in den Gesprächen auch für das Subsidiaritätsprinzip einsetzen und sagen, was die Kommune entscheiden kann, soll die Kommune entscheiden. Europa muss sich auf das konzentrieren, was europäisch entschieden werden muss. Dazu gehören auch soziale Grundrechte. Übrigens vor allen Dingen, wenn man eine gemeinsame Währung hat, ja, kannst du nicht alles unterschiedlich haben. Das geht eigentlich gar nicht. Dann werde ich mich einsetzen für die Stärkung des Europäischen Parlaments. Ich finde, dass den Gipfel, also die zwei letzten Beispiele wieder, das Europäische Parlament beschließt und sagt, wir wollen die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aussetzen, weil die Türkei gerade im Übergang von der Demokratie zur Despotie und zur Diktatur ist. Und was sagt die Kanzlerin? Sie sagt, na gut, wir machen kein neues Kapitel auf, aber die Verhandlungen zu den bisherigen Kapiteln setzen wir fort. Es interessiert sie nicht. Sie negiert das einfach. Sie hat nicht begriffen, wenn wir nicht die Demokratie stärken in der EU, machen wir die EU kaputt. Und sie macht sie so mit kaputt. Dann sagen die Leute, wieso soll ich da das Europäische Parlament wählen? Die beschließen was und die Kanzlerin sagt, na und? Zweites Beispiel. Die Minister und Präsidenten und Staatschefs tagen, kommen raus und sagen, das Europäische Parlament wird an den Brexit-Verhandlungen nicht beteiligt. Sie sagen wieder den Leuten, ist sinnlos, ihr müsst nicht wählen gehen, das Europäische Parlament. Wir beteiligen die sowieso nicht. Ich finde das unerhört. Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, ein Parlament zu beteiligen.
So, und dann würde ich Ihnen als Letztes noch sagen, wenn wir nicht ernsthaft anfangen, die Ursachen der Flucht zu bekämpfen, wird das Problem eines Tages unbeherrschbar. Dieses ganze Gequatsche von Mauern ist alles nicht nur inhuman, es ist auch irreal, völlig irreal. Wissen Sie, was alle nicht begriffen haben? Wenn man eine Globalisierung der Wirtschaft hat, hat man auch eine Globalisierung der Menschheit. Vielleicht war es ja vor 20 Jahren so, dass man denken durfte, afrikanische Probleme sind afrikanische und europäische sind europäische. Jetzt sind afrikanische Probleme auch europäische. Das heißt, ich werde Sie fragen, wann Sie aufhören, Lebensmittel aus der EU so billig nach Afrika zu exportieren, dass die afrikanischen immer teurer sind, sodass dort keine eigene Landwirtschaft entstehen kann. Wann Sie den Landwirtschaftskonzernen verbieten werden, das Saatgut gen zu manipulieren, sodass es nicht vervielfältigt werden kann, weder in Lateinamerika noch in Afrika etc. All solche Schritte müssen gehen. Wenn Sie mich jetzt fragten, ich sage es natürlich selbst, das ist ja eh mein Stil, hör aber gleich auf, wenn Sie mich jetzt fragten, ob ich glaube, dass die auf mich hören, dann sage ich Ihnen, nein, das nicht. Aber was ich auch weiß, ist, du kannst in solchen Gesprächen Ansätze schaffen. Und dann fangen Sie an, über das eine oder andere doch neu nachzudenken. Zumindest will ich es versucht haben. Ich werde mir größte Mühe geben. Und ich will das auch den Parteivorsitzenden hier im Land sagen, dass wir, wenn man schon so stark ist wie Deutschland, eine andere Rolle spielen muss in der EU, als das bisher gemacht wurde und zum Ausdruck kam. Dankeschön. Jetzt sind Sie dran. Vielen Dank, Gregor Gysi. Vielen Dank, Katja Kipping. Bitte schön. Ja, mein Name ist Marco und ich bin Hospitant im ZDF-Hauptstadtstudio. Hallo Herr Gysi, schön, dass Sie wieder da sind. Der war doch nie weg. Ich habe eine aktuelle Frage, das ist Tagespolitik, aber es ist auch ein europarechtliches Thema, und insofern sind Sie bestimmt geeignet, darauf zu antworten. Es geht um das Thema, was Frau Kipping schon angesprochen hat, die Kindergeldanpassung für Kinder, die im EU-Ausland leben und trotzdem Kindergeld in Deutschland beziehen. Da würde mich interessieren, ob Sie grundsätzlich der Meinung sind, dass in dem Fall ein Sozialsystem ausgenutzt wird oder missbraucht wird. Und auf der anderen Seite hat die EU-Kommission gesagt, dass weniger als 1% der Kinder in der Europäischen Union davon überhaupt beteiligt sind. In Deutschland gab es im November dieses Jahres 188.000 Fälle, in denen Kindergeld ins Ausland ausgezahlt wurde. Und da wäre dann meine Frage, ob Sie da überhaupt die Relevanz sehen, das Thema so prominent zu machen. Haben Sie mal durchgerechnet, was die 188.000 Fälle kosten? Ja, so einfach lässt sich das wohl nicht ausrechnen, habe ich eben vom Fernsehen. Ja, ich glaube eben, und das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag, dass es eine Symbolpolitik ist, um einer bestimmten Stimmung zu entsprechen. Wissen Sie, wenn das mit realen volkswirtschaftlichen Größen etwas zu tun hätte, kann man anders darüber diskutieren. Ist sowieso so widersprüchlich. Wir hatten ja für die Commerzbank 18 Milliarden und dann setzen Sie das mal gegenüber und dann sind wir nicht mal beteiligt an deren Gewinn. Ja? Das finde ich, da ist sogar Juncker anders. Wenn der Juncker seine Banken in Luxemburg geöffnet hat, hat er immer dafür gesorgt, dass sein Staat anschließend auch einen Gewinnanteil kriegt. Ja? Und zwar über längere Zeit, deshalb ging es dem Staat dann auch immer ganz gut, aber unsere Bundesregierung nicht. Nein, ich halte das für eine völlig falsche Symbolik, aber natürlich denkt da jetzt, alle, die AfD gewählt haben, wählen anschließend ihn. Schwerer Irrtum. Das sage ich auch immer zu meinen Leuten. Ihnen entgegenzukommen führt nicht dazu, dass du Wahlen gewinnst, sondern du verlierst nur Wählerinnen und die anderen kriegst du trotzdem nicht. So einfach ist es. Du musst eine klare Linie haben, wie wir sie hier in Berlin hatten, übrigens gerade in Bezug auf Flüchtlinge. Und siehe da, wir haben absolut auch in Ostberlin gewonnen. Wir haben prozentual etwas verloren, weil die Wahlbeteiligung höher war. Aber absolut haben wir auch in Ostberlin gewonnen. Das heißt, wir haben gar nichts an die AfD abgegeben. Und in Westberlin haben wir uns mehr als verdoppelt. Muss man auch sehen. Und zwar, weil die jungen Leute uns gewählt haben und gesagt haben, ja, das ist eine Politik, damit können sie was anfangen, die ist aufrecht. Und dieses Rumgeeiere, wozu ja die SPD sowieso neigt, wird ja nicht helfen. Ich unterstütze übrigens auch, was Katja gesagt hat, ganz klar, wenn es eine neue Regierung geben sollte, an die ich ja noch nicht so recht glaube, aber wenn, und nötig wäre sie. Wissen Sie, was wir in Deutschland brauchen? Einen Sozialschub. Einen wirklichen Sozialschub. Das heißt, wir haben den größten Niedriglohnsektor in Europa. Als ich das Tsipras gesagt habe, hat er gestaunt. Ich habe gesagt, der ist größer als eurer. Muss man sich mal überlegen.
Wir haben in einem Umfang prekäre Beschäftigung, wie das früher in Deutschland undenkbar war. So, das muss alles beseitigt, zumindest zu einer Ausnahme werden. Und dann brauchen wir mehr Steuergerechtigkeit. Und jetzt kommt die Schwierigkeit, die ich noch dazu, dabei dürfen wir die Wirtschaft nicht verprellen. Auch nicht so leicht. Zumindest nicht den Mittelstand, nicht die kleinen Unternehmen, ganz wichtig. Mit einigen muss man sich auch anlegen. Aber wissen Sie, warum ich so fahre und mit Investmentbankern und allem möglichen Gespräche führe, kann ich Ihnen sagen, weil ich Ihnen erklären will, dass wenn wir keine gerechteren Verhältnisse bekommen, Sie Ihre Kinder und Ihre Enkelkinder gefährden. Und das ist interessant. Wissen Sie, wenn ich es nur schaffe, dass ein Viertel sagt, wenn es angemessen ist, ertragen wir es, das ist schon ein Gewinn. Wenn sich alle gegen eine solche Regierung stellen, hat sie keine Chance. Geld ist Macht. Also musst du selbst dort dafür werben, dass sie zumindest stillhalten. Sie sollen ja nicht begeistert sein, aber zumindest stillhalten zu einem Teil. Alles gar nicht so leicht, wie es aussieht. Und die SPD und auch die Grünen leisten diesbezüglich keine Arbeit. Ich muss das mal sagen, ich fahre da die ganze Zeit durch die Gegend. Das habe ich nicht mal meiner Parteiführung erzählt, weil ich weiß, welchen Widerstand die organisieren können. Ich bin ja im politischen Beirat des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft. Und deshalb ist auch das wichtig. Aber diese Veränderung brauchen wir. Und dann, wenn wir nämlich die Grundlagen für die AfD-Wahl entziehen, übrigens muss dazu die Union auch wieder den konservativen Teil der Wählerinnen und Wähler der AfD integrieren. Sie darf Fortschritte machen, aber sie muss ihre Wählerinnen und Wähler mitnehmen. Sie kann sie nicht einfach zurücklassen. Dann haben wir auch sehr gute Mittel, die ich dann nutzen werde, um einen Kampf gegen rechts in Europa zu führen. Also, wenn ich Ihnen Geld überweise, darf ich Ihnen verbieten, nach Frankreich zu fahren und es dort auszugeben? Möchten Sie das verbieten? Das wäre ja ein Urlaub. Aber ja, nein, es ist mir ganz egal. Sie können auch hinfahren, um was einzukaufen. Noch ist das nicht verboten, soviel ich weiß. Die DDR hatte da so komische Vorschriften. Die will ich nicht wieder haben. Aber ich muss Ihnen noch was sagen. Was eine Lösung wäre, sehen Sie, wenn man es schon lösen will, ganz anders, dann muss ich mit allen Euro-Ländern über das Kindergeld sprechen. Und dann kann ich das aufteilen und sagen, wenn ihr dem Kind Kindergeld zahlt, muss ich ja nicht auch welches bezahlen. Aber da muss die Höhe stimmen, so muss man es machen. Verstehen Sie, nicht indem ich sage, ich streiche das, dann sollen die Kinder doch sehen, was aus ihnen wird, sondern ich sage, ich rede mit Frankreich, rede mit Griechenland, rede mit allen Euro-Staaten und sage, so wie machen wir das, wenn Kinder, deutsche Kinder bei euch wohnen oder wenn eure Kinder bei uns wohnen. Machen wir das so, dass jeder nach Staatsbürgerschaft zahlt oder machen wir das so, dass jeder nach Aufenthaltsort zahlt. Das wäre doch eine Idee. Dazu kann doch Herr Gabriel einladen. Aber verstehen Sie, immer verbieten, streichen. Das ist immer der erste Gedanke. Und das finde ich falsch. Also ich hätte zum Beispiel an seiner Stelle gesagt, ich lade alle Minister ein, die dafür zuständig sind, und dann reden wir mal darüber, wie wir das machen, damit ich die Kinder nicht schlechter stelle und eine Regelung finde, die alle als einigermaßen gerecht empfinden. Bitte. Ja, Sie haben völlig recht. Wir haben zum Beispiel aus Polen und aus anderen Ländern ziehen wir sehr billige Arbeitskräfte, die zum Teil illegal beschäftigt werden, aber zum Teil ist es auch legal, weil es ja wieder so Sondervorschriften gibt, wann der gesetzliche Mindestlohn nicht gilt, der sowieso schon zu niedrig ist. Aber wenn der wenigstens gelten würde, aber zum Beispiel für die Spargelpflücker gilt der ja nicht. Ich habe übrigens einmal in meinem Leben Spargel gepflückt. Ich kann Ihnen bloß sagen, am nächsten Tag konnte ich kaum aufstehen. Es ist eine so anstrengende, schwere Arbeit, ja. Und dass die auch noch so mies bezahlt wird, ist indiskutabel. Und dass wir uns als Deutsche wieder zu fein sind, diese Arbeit zu verrichten. Und meinen, dafür haben wir ja die Polen.
Leute, das geht doch so nicht, wenn wir eine europäische Integration wollen. Schon die ganze Haltung, die dahinter steckt, geht nicht. Die muss man überwinden. Die müssen natürlich anständig bezahlt werden, wenn sie hier eine Arbeit leisten. Dafür muss man sich einsetzen. Sie müssen dann auch ordentlich untergebracht werden, etc. Und wenn wir Arbeitskräfte aus anderen Ländern benötigen, dann sollten wir das vielleicht auch mal im Bewusstsein der Menschen vertiefen. Ja? Ich ärgere ja immer gerne die Union, die erzählt mir ja immer, dass wir Deutschen aussterben, weil jedes Jahr weniger deutsche Kinder geboren werden als Deutsche sterben, also sterben immer mehr. Jetzt gibt es einen Anstieg bei den Geburten, trotzdem sterben mehr. Und dann ärgere ich sie immer, sage ich, dann brauchen wir noch mehr Flüchtlinge. Also ist das der erste Punkt. Aber der zweite ist, dass ich sage, ihr müsst mal nach den Ursachen forschen. Woran liegt denn das? Das liegt zum Beispiel an der fehlenden Chancengleichheit in der Bildung. Das liegt an den vielen befristeten Verträgen. Wenn du 25 bist und du kriegst immer bloß einen 6-Monats-Vertrag, du weißt ja nicht mal, was aus dir wird. Du weißt nicht, was aus deinen Kindern wird. Das alles hat doch Konsequenzen. Also wenn wir da die Strukturen nicht verändern, kriegen wir das nicht gelöst. Ich habe aber nichts dagegen, dass Arbeitskräfte aus anderen Ländern zu uns kommen. Aber die Bedingungen müssen stimmen. Der Artikel 1 des Grundgesetzes gilt für alle Menschen in Deutschland. Okay. Nächste Frage. Was halten Sie denn Kritikern entgegen, die bemängeln, dass angesichts der deutschen Vormachtstellung jetzt auch noch die europäische Linke den deutschen Präsidenten? Ja, habe ich mir auch überlegt, was ich da entgegne. Und dann habe ich gesagt, das ist vielleicht wichtig. Sehen Sie mal, die meisten Europäerinnen und Europäer kennen Frau Merkel und Herrn Schäuble. Und die bestimmen die Einstellung zu Deutschland. Und es ist doch gut, wenn Gabi Zimmer und Gregor Gysi zeigen, es gibt auch ein anderes Deutschland. Das ist mir schon mal ein wichtiges Anliegen. Und das werde ich auch versuchen, deutlich zu machen. Und es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn zwei Deutsche in besonderem Maße zwei Deutsche kritisieren. Wissen Sie, weil wenn das Mitglieder anderer Länder machen, dann denkt man wieder, die haben Vorbehalte. Ich habe ja nichts gegen Deutsche. Ich bin ja im deutschen Parlament. Ich lasse mich von Deutschen wählen. Bin selber einer. Also der Vorwurf kann mir ja nicht gemacht werden. Und deshalb ist es dann auch glaubwürdiger, glaube ich, wenn ich Frau Merkel und Herrn Schäuble kritisiere. Ich verstehe übrigens auch die Logik von Herrn Schäuble nicht. Wissen Sie, ich bin ja dadurch, dass ich Anwalt bin, bin ich immer ein Anhänger einer Logik. Also Recht macht ja nur Sinn, wenn es auch logisch ist. Und zum Beispiel, ich verstehe nicht seine ganze Sparpolitik im Süden, die schwächt die Länder finanziell so, dass es letztlich auch unseren Export schwächt. Ich meine, ich bin ja dafür, dass wir unsere Binnenwirtschaft stärken im Vergleich zum Export, aber noch leben wir ja in erster Linie vom Export. Ich verstehe es nicht. Er kann es mir auch nicht erklären. Ich versuche immer, die Logik zu verstehen. Ja, sagt er, wettbewerbsfähig. Ja, sage ich, wen gegenüber? China gegenüber? Uns gegenüber? Was meinen Sie da eigentlich mit wettbewerbsfähig? Stellen Sie sich mal vor, wenn der Euro jetzt zusammenbräche und ich habe ihn kritisiert bei der Einführung, weil wir überhaupt keine gemeinsamen Maßstäbe hatten, weder bei Steuern noch im Sozialbereich noch sonst wo, wenn der jetzt zusammenbräche, bräche unser Export zusammen. Und manche denken ja, man kann den Euro abschaffen und dann machen wir wieder so einen Währungsverbund wie früher. Also wenn ich französischer Präsident wäre, würde ich den Deutschen sagen, nichts ist, dann ist meine Währung eben nichts wert. Dafür bin ich im Export so billig, dass ich euch ablöse. Na, dann aber gute Nacht, Deutschland. Dann haben wir hier aber Massenarbeitslosigkeit. Also wissen Sie, es wird gespielt. Das schönste Beispiel ist, ist Cameron. Er hat gespielt. Das ist kreuzgefährlich in der Politik. Er hat sich gesagt, er gibt der Stimmung nach, macht einen Volksentscheid, vorher erpresst er die EU und sagt, diese Sozialnormen weg, jene Sozialnormen weg, diese, dann ist ihm Recht gegeben worden und er dachte in seinem Spiel, dann kriegt er wieder die Mehrheit und ist der ganz Große. Ja, nun ist er nach Hause, ja. Und die Katastrophe haben wir alle. Man darf in der Politik nicht spielen, glauben Sie es mir. Ja, und gerade weil die deutsche Bundesregierung so sehr dominiert innerhalb der EU, vor allen Dingen weil Schäuble der Dirigent der Erpressung war, auch den griechischen Frühling niedergerungen hat, umso mehr haben wir doch als Linke in Deutschland eine Verantwortung, dafür Druck zu machen. Also ich meine, was folgt denn aus dieser Vorstellung, dass wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, na, weil die deutsche Bundesregierung so viel so falsch macht, müssen wir uns besonders zurückhalten? Ich würde sagen, nein, ganz im Gegenteil, wir haben eine Verantwortung, deutlich zu machen, dass der Kurs für den Schäuble und für den leider auch Frau Merkel steht, nicht nur unsozial, sondern halt auch wirklich volkswirtschaftlich nicht funktioniert und eher die Krise innerhalb der EU verschärft. Und da wir ja den Kampf um eine grundlegend andere EU aufnehmen wollen, müssen wir auch besonders stark da jetzt aktiv werden. Ich darf vielleicht noch auf Folgendes hinweisen. Wir haben in der Eurozone noch 900
100 bis 1200 Milliarden Darlehen, die faul sind. Also von Finanzleuten eingeschätzt, nicht etwa von mir. Und für die wir keine Lösung haben. Das Einzige, was Draghi schafft, ist eine Zeitverschiebung. Aber er löst es nicht. Das ist die erste schwere Krise, die wir haben. Dann haben wir, das wird völlig unterschätzt, eine schwere Krise in der Türkei. Die Türkei spielt in Europa eine große Rolle, sie spielt aber auch in Nahost eine große Rolle. Die Türkei bombardiert die Kurden und Kurden, die auch im Interesse der USA, ich will es mal so deutlich sagen, am Boden den Kampf gegen den Islamischen Staat führen. Und nun erklären Sie mir mal die deutsche Außenpolitik. Ich nenne Ihnen zwei Beispiele. Wir liefern an die Türkei Waffen, wir schicken dort unsere Soldaten hin und unterstützen damit, zumindest indirekt, dass die Türkei die Kurden und Kurden im Irak bombardieren kann. Gleichzeitig liefern wir Waffen an die Kurden und Kurden im Nordirak, damit sie den Islamischen Staat bekämpfen. Was denn nun? Ich bin immer für Logik. Was denn nun? Da muss doch mal einer in der Regierung sagen, Leute, das geht so nicht. Wir können nicht beide sein. Ich meine, es gibt doch Grenzen. Das habe ich das letzte Mal bei der DDR erlebt, beim Krieg Irak-Iran lieferte die LKW immer an beide Seiten. Und meinte, das sei Ausdruck der Neutralität. Na, also, bloß als Beispiel. Ja. So, das kann überhaupt nicht die Lösung sein. Und dann haben wir eine beginnende schwere Krise in Zypern. Das wird unterschätzt, was dort passiert. Die Türkei ist wild entschlossen, diesbezüglich zu handeln. Der ist jetzt gerade so in Fahrt, der Erdogan, verstehen Sie? Dann kennt er gar keine Grenzen. Dann gibt es aber einen schweren Konflikt mit Griechenland. Das könnte sogar zwischen zwei NATO-Staaten Folgen haben, die man sich nicht wünscht. Und wenn wir jetzt noch finanziell die Krise für Griechenland organisieren, dann sorgt die Bundesregierung für den Wahlgewinn der Le Pen. Das will die Kanzlerin nicht, das weiß ich. Aber wenn sie das nicht will, kann sie das so nicht forcieren. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Der Ministerpräsident Griechenlands hat mir schon vor ein paar Wochen, als ich dort war, erzählt, dass ihm versprochen worden ist, wenn die erste Prüfung seiner Reform, naja, zu denen sage ich mal nichts, zu denen er da gezwungen wurde, positiv ausgeht, kriegt er Schuldenerleichterung. Die ist positiv ausgegangen. Wer hat da Nein gesagt? Schäuble. Und jetzt nutzt er die Einmalauszahlung von überzähligem Geld. Also das haben sie einfach zusätzlich eingenommen. Und da hat natürlich eine Regierung unter Tsipras und das Parlament bei der Mehrheit gesagt, das zahlen wir an die ärmsten Leute aus. Und da sagt Schäuble, deshalb streicht er die Schuldenerleichterung. Es ist falsch, weil er sie schon gestrichen hatte, als diese Entscheidung noch gar nicht gefallen war. Und jetzt benutzt er diese Entscheidung. Sie müssen sich mal überlegen, wie das in Griechenland ankommt. Überlegen Sie sich doch mal, wie das bei den Leuten ankommt, dass die Bundesregierung sagt, was, ihr zahlt an die ärmsten Leute Geld, dann kriegt er keine Schuldenerleichterung. Das muss man sich mal überlegen. Also ich hätte das gesagt, wenn sie den Milliardären noch was ausgezahlt hätten. Das, dann kannst du auch auf Verständnis stoßen. Aber an die ärmsten Leute, wirklich, ich finde das unmöglich. Unmöglich. Und sie merken gar nicht, wie sie unseren Ruf ruinieren. Wirklich ruinieren. Ich möchte zum Beispiel in Portugal, über 50% aller jungen Leute sind arbeitslos. Na, machen sie, die fragen sie lieber nach der EU. Also das weiß ich schon, was ich mir da anhören kann. Und dann komme ich und sage, ich will sie retten, allerdings nur, wenn sie wirklich einen Neustart kriegt. Ja, vor allen Dingen, das muss man unterstreichen, dass die Gelder, die jetzt an einmalige Zahlung rausgegangen sind, nicht Gelder sind, für die Schulden aufgenommen wurden, sondern das ist nur ein Teil des erwirtschafteten Überschusses. Das heißt, man will der griechischen Regierung und dem griechischen Parlament auch noch die letzte Möglichkeit, irgend sowas wie demokratische Entscheidungshoheit zu haben, wegnehmen. Und Sie dürfen nicht vergessen, die Bundesregierung Deutschland hat bisher an Griechenland, das ist ja so ein Irrtum, der durch eine stark bebilderte Zeitung immer verbreitet wurde. Wir haben noch nie einen Euro an Griechenland bezahlt. Seit der gesamten Krise noch nie einen einzigen Euro bezahlt. Natürlich haften wir. Das ist wahr. Da war ich ja auch gar nicht dafür. Aber wissen Sie, das ist auch so ein Quatsch. Du führst eine gemeinsame Währung ein und dann sagst du, die Vorteile wollen wir alle haben, die Nachteile bleiben in jedem Land. Das geht alles nicht, das funktioniert alles nicht. Habe ich Ihnen aber damals schon in der Rede im Bundestag bei der Einführung gesagt, dass das so kommen wird. Und es ist wirklich alles so gekommen, worüber ich gar nicht glücklich bin, sondern eher ziemlich traurig.
und wir haben den Rassismus gekriegt, habe ich übrigens damals auch schon gesagt, dass das ein Ergebnis sein wird. Und all diese Folgen sind eingetreten, weil das Konstrukt falsch war. Wenn du eine gemeinsame Währung machst, das ist der Höhepunkt eines politischen und ökonomischen Angleichungsprozesses. Wenn der sich entsprechend vollzieht, dann kannst du irgendwann sagen, jetzt können wir auch eine gemeinsame Währung machen. Also die Unterschiede dürfen so groß sein wie die zwischen New York und Texas, aber nicht so groß wie die zwischen Deutschland und Portugal und so weiter.